Flow Plus und wie sie alle heißen, wie das ganze dumme, gehirngewaschene oder verlogene Dreckspack heißt. Die kommen immer gerne mit dem Argument, oh, wenn du in einem Zug sitzt, dann merkst du zwar die Beschleunigung oder du merkst die Verzögerung, also wenn der Zug bremst, aber wenn der mal fährt, dann merkst du es nicht. So, um damit zu erklären, dass wir die rotierende Erde mit 1667 Stundenkilometer nicht merken. Und die Seen sind deswegen auch spiegelglatt. Das können wir auch nicht mal sehen, weil das Wasser hat sich auch dran gewöhnt. So, der Punkt ist aber nur der, das ist ja so eine banale, verlogene, ja wirklich verlogen, Scheißdrecksgeschichte. Aber es gibt ein paar Leute, die glauben den Scheiß. Vielleicht Leute, die noch nie im Leben Zug gefahren sind. Und so ist das nun mal bei diesem miesen, primitiven, verlogenen Gesocks. Ja, ich wiederhole mich, aber ich kann es nicht deutlich genug sagen, denn das kann doch jeder selber feststellen, dass das ein Scheißdreck ist. Dass das gehirngewaschene, gekühlte Dreckskacke ist. Und zwar, wenn du in einem Zug bist. So, erstmal müssen wir ja festhalten, die Züge, die fahren nicht 1667 Kilometer pro Stunde schnell. Also das ist schon mal ein sehr merkwürdiger Vergleich. Aber wenn du jetzt aber den Gang lang läufst, während der Fahrt, das heißt also nicht während der Beschleunigung und auch nicht während der Verzögerung, sondern wenn du in dem Zug bist und der fährt, was weiß ich, 140 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und du läufst dann in Fahrtrichtung auf das Ende zu. Oder du läufst entgegen der Fahrtrichtung. Da merkst du die Geschwindigkeit immer. Immer. Läufst du mit dem Zug, also mit der Fahrtrichtung, in Fahrtrichtung, fühlt sich das völlig anders an, als wenn du entgegen der Fahrtrichtung läufst. Wo dir der Zug quasi entgegenkommt. Mit der Fahrtrichtung ist es schwieriger, nach vorne zu kommen. Das merkt jeder. Ist fast wie, als wenn man einen Berg hochläuft. Entgegen der Fahrtrichtung ist, als wenn du einen Berg runterläufst. Allein daran kann man sehen, dass so ein Argument nur geschaffen wurde für Idioten, die sowas gerne nachplappern, ohne nachzudenken, weil es Arschlöcher sind. Gehirnamputierte Vollarschlöcher, ohne Charakter, ohne eine eigene Meinung, nur wissenschafts- und obrigkeitshörig. Richtige kleine, schwänzige Leute. Nix in der Buchse, nix im Hirn, nix am Rückgrat, kein Verstand. Nein, einfach übernehmen, was man für eine Scheiße eingetrichtert bekommt, also Scheiße in die Birne kriegen und Scheiße weitererzählen. Deswegen war es mir jetzt gerade noch ein Anliegen, einfach, dass dieses Argument das lächerlichste überhaupt ist und offenbart, wie verlogen, dreckig, primitiv verlogen dieses verfickte, verschissene Dreckspack einfach ist. Ihr primitives Dreckspack, ihr seid so doof. Aber beleidigt mich, denunziert mich, macht Parallelkarriere, macht andere Videos, das ist mir so scheißegal. Die Wahrheit hat Bestand. Ende der Geschichte.